Meine Damen und Herren, das Buch der Bücher. Warum überhaupt dieser Ehrentitel? Weil die Bibel so alt ist? Bestimmt. Und weil sie so umfangreich ist? Ja, auch. Und weil sich der Begriff Buch eben von der Bibel ableitet? Sicher. Auch weil sie so weit verbreitet ist? Ganz gewiss. Vor allem aber, sie ist von herausragender Bedeutung. Für die christlichen Kirchen und damit die gesamte abendländische Kultur. Eigentlich ist das Buch der Bücher eine ganze Bibliothek. Mit zwei Abteilungen. Da ist einmal das Alte Testament. Mit den Erzählungen von der Erschaffung der Welt, Sintflut und Arche und Gottes Bund mit den Menschen. Gottes Geschichte mit dem Volk Israel, Moses, den 10 Geboten und. Die Texte der großen und der kleinen Propheten. Und die Psalmen. Und es gibt das Neue Testament. Über das Leben Jesu, sein Wirken, seinen Tod, seine Auferstehung. Die Geschichte seiner Apostel, ihre Briefe an die jungen Gemeinden und wie es anfing mit der Kirche. Ein Mammutwerk. Wer hat das eigentlich verfasst? Alle Geschichten und Erfahrungen wurden zunächst mündlich überliefert. Und meistens erst viel später aufgezeichnet, von vielen verschiedenen Leuten. So viele Geschichten, so viele Perspektiven. Was bloß tun damit? Ordnen. Entscheiden. Was ist wichtig und richtig und was nicht? Die heiligen Texte wanderten in die Bibel. Zum Beispiel die 4 Evangelien. Benannt nach ihren Autoren und gekennzeichnet durch besondere Symbole. Markus. Von ihm stammt das älteste Evangelium. Lukas. Der Arzt. Er hat vor allem für die Heiden geschrieben. Und Matthäus. Erst Zöllner, dann einer der 12 Apostel. Schließlich Johannes. Auch er ein Apostel. Und wegen all ihrer heiligen Texte heißt die Bibel auch die Heilige Schrift. Alles Schnee von gestern? Mitnichten. Noch heute werden jährlich bis zu 300 Millionen Bibeln produziert. Nicht nur im Gottesdienst ist die Bibel immer mit von der Partie. Oder im Stundengebet der Priester und Ordensleute. Sondern auch an Schulen und Universitäten. In den meisten Hotelzimmern. Und in manchem stillen Kämmerlein. Für viele ist die Bibel dann Ratgeber. Auch Tröster. Einfach ein verlässlicher Lebensbegleiter.